Macht der Daten. Daten sind das neue Öl. Jeder Like, jede Internetsuchanfrage, jede EC-Kartenzahlung hinterlässt eine kostbare Spur in der digitalen Welt. Daraus lässt sich Geld machen, aber nicht nur das. Inzwischen können Big Data-Algorithmen auch Wählermeinungen und das politische Geschehen beeinflussen. Zwei Experten beschäftigen sich mit diesem Thema. Einer davon ist heute hier zu Gast, Professor Klaus Mainzer, Wissenschaftsphilosoph und Komplexitätsforscher. Er beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit der künstlichen Intelligenz und heute ist er hier bei uns und gibt uns einen kleinen Einblick in diese rasant sich verändernde Welt. Herzlich willkommen. Zusammen. In der Tat, die Digitalisierung wird heute von exponentiellen Wachstumsgesetzen angetrieben. Sie kennen es vielleicht, Sie sind ja die Presse, aus der Presse, das sogenannte Mooresche Gesetz, wonach sich alle 18 Monate tatsächlich auch seit vielen Jahren die Rechenkapazitäten unserer Superrechner verdoppeln bei gleichzeitiger Verbilligung und Verkleinerung der Geräte. Und diese maschinellen Verfahren oder Algorithmen, wie man sagt, die werden eben nicht nur schneller, sondern sie werden vor allen Dingen auch schrittweise intelligenter. Und was heißt das? Sie erinnern sich vielleicht genau vor 20 Jahren, das war 1997, da kam IBM mit dem Superrechner Deep Blue, der damals den amtierenden Schachweltmeister schlug. Und im letzten Jahr hatten wir das Ereignis in Seoul, diesmal war es Google, die eine Software mit, verbunden mit einem Superrechner vorstellten, die die Champions in Go schlug. Wer dieses Spiel, dieses asiatische Brettspiel Go kennt, weiß, es ist wesentlich komplexer als Schach, aber das war nicht der Punkt. Der Punkt war hier, dass zum ersten Mal Lernalgorithmen nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns eingesetzt wurden. Und wie die funktionieren, das sehen Sie hier in diesem Bild dargestellt. Das ist ein Rechenmodell von unserem Gehirn. Dort in diesem Knoten werden die einzelnen Neuronen, die Nervenzellen, dargestellt und die werden erregt, wenn die Nachbarneuronen dort ihre Inputs reingeben und dabei einen bestimmten Schwellenwert überschreiten. Und mehrere dieser erregten Neuronen werden zu einem Cluster, zu einem Verschaltungsnetzwerk verbunden und die sind, wie man heute weiß, korrespondierend mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, Wahrnehmungen und auch unseren intelligenten Entscheidungen. Und das Spannende daran ist, das wird durch diese Lernalgorithmen simuliert, aber eben nicht nur hier bei lokalen Gehirnen oder bei Computern, sondern wir erleben das heute, und das halte ich für noch spannender, wir erleben das heute in den großen globalen Netzwerken. Seit den 80er, 90er Jahren ist das das Internet. Das Internet war zunächst nur ein Kommunikationssystem weltweit für uns Menschen. Was wir heute durch die Sensortechnologie erleben, das ist eigentlich das sogenannte Internet der Dinge. Das heißt, die Dinge werden jetzt mit Sensoren, RFID-Chips und so weiter verbunden, um miteinander zu kommunizieren. Und Sie sehen in diesem globalen Gehirn, das sich hier über den Erdball ausbreitet, links und rechts so einige Stichworte für solche Netzwerke. Also einige von uns tragen schon diese sogenannten Wearables, Fitnessbänder mit Biosensoren, die Smartphones, mit denen wir schon korrespondieren. Dann aber ganz aktuell, gerade hier auch in München als Autostadt, die Mobilitätsnetze, in denen also die Automobile mit Sensoren ausgestattet sind, untereinander korrespondieren. Dann das Konzept der Smart Cities. Also Sie müssen sich vorstellen, diese Millionen Metropolen, die derzeit schon in Asien bestehen und weiter wachsen, die sind überhaupt nicht mehr zu koordinieren ohne solche intelligenten
Netzwerke, schließlich bei uns in Deutschland, da unten angegeben, die sogenannten Smart Grids. Nach der Energiewende haben wir es mit einer Vielzahl von Energieanbietern zu tun. Und da brauchen wir diese intelligenten Koordinationen, um hier auch eine Versorgungssicherheit zu garantieren. Industrie 4.0 kennen Sie aus der Presse eben auch. Das heißt also, Internet der Dinge wird jetzt angewendet auf die Arbeits- und Industriewelt. Arbeitsstücke und Werkbanken korrespondieren mit Sensoren untereinander, um dann schrittweise auch die Automatisierung voranzubringen. Da oben links wird aber auch die Schattenseite, ich möchte fast sagen die dunkle Macht der Algorithmen angesprochen, ganz konkret nämlich an unseren Börsenmärkten. Da haben wir Algorithmen, die also mit in einem Zeitintervall von Millisekunden die Veränderungen der Börsendaten erkennen und dann auch Entscheidungen treffen können, welche Wertpapiere angekauft und verkauft werden können. Das ist eine Zeitspanne, die durch das Gehirn überhaupt nicht zu realisieren ist. Und wenn man jetzt bedenkt, dass diese Algorithmen verschiedene Firmeninteressen vertreten, verschiedene Banken, dann ahnt man, dass dort Entscheidungen automatisch getroffen werden können, die wir erst merken, wenn es zu spät ist. Aber auf der anderen Seite, da unten links sehen Sie es angezeigt, die personalisierte Medizin. Das heißt, wir brauchen auf der anderen Seite auch diese großen Versorgungsnetzwerke, um eine patientengerechte Medizin auch in Zukunft zu garantieren. Und last but not least, das Stichwort Pre-Criming, das heißt also Netzwerke, übrigens auch in den beiden größten Städten hier in Bayern, nämlich in München und in Nürnberg, die also Gefährdungslagen, beispielsweise bei Einbruchsdiebstählen, voraussagen. Und diese Netzwerke erzeugen natürlich eine ungeheure Menge von Daten, anders wären diese Steuerungsprobleme überhaupt nicht zu leisten. Das läuft unter dem Stichwort eben von Big Data. Und da ist es eben so, das Ganze hat zwei Seiten. Auf der einen Seite brauchen wir diese großen Datenmengen, nehmen Sie das Beispiel Medizin. Der menschliche Organismus ist hochkomplex, jede Krankheit läuft also bei unterschiedlichen Patienten unterschiedlich ab. Krebstumore mutieren also individuell verschieden und daher braucht man permanent Daten, um auch die Therapie und Diagnose entsprechend anpassen zu können. Aber auf der anderen Seite, gerade am Beispiel der Medizin, sieht man das, die Daten sind hochsensibel und Missbrauch ist hier, wenn da nichts passiert, Tür und Tor geöffnet. Und das ist zum Schluss eigentlich mein Stichwort. Das darf hier, diese globalen Netze dürfen keinem Wildwuchs überlassen bleiben, sondern wir brauchen das, was ich Technikgestaltung nenne. Das hat auch sehr viel mit Demokratie zu tun. Technikgestaltung, um einerseits die Chancen solcher Innovationen zu nutzen, aber auch andererseits immensen Schaden von uns allen zu vermeiden. Vielen Dank. Professor Mainzer steht am 7. Dezember im Weltsalon auf der Bühne mit Yvonne Hofstetter.